Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir drei verschiedene sinnliche Selbstporträt-Shootings, die ich bei mir zu Hause gemacht habe. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, alle Fotos, die du heute zu Gesicht bekommst, sind mit einfachen Mitteln entstanden. Lass uns direkt anfangen mit dem ersten Fotoshooting. Bei diesem Fotoshooting habe ich meine Kamera auf eine Leiter gemacht. Das diente dann als Stativ, das siehst du hier auch nochmal, damit das Ganze noch ein bisschen höher ist. Habe ich dann tatsächlich nochmal zu Büchern gegriffen und dann habe ich mich so platziert, dass hinter mir der weiße Vorhang war und die Lichtquelle sozusagen, also das große Fenster. Und von vorne, du siehst es hier auch ganz deutlich, habe ich mich dann nochmal aufgehellt mit einer einfachen Styroporplatte. Und so konnte ich fantastische Selbstporträts erzeugen, die so einen sehr romantischen, sinnlichen Bildlook haben. Und das wirkt dann auch so, als wäre hinter mir eine riesige Softbox gestanden sozusagen. Und diesen Look kannst du ganz, ganz einfach bei dir zu Hause nachmachen. Du kannst eben weiße Vorhänge nehmen, eine Styroporplatte von vorne oder wahlweise kannst du natürlich auch mit einer Softbox dich von vorne aufhellen, um dann eben diesen Bildlook zu erzielen. Ich habe diese Fotos dann noch in Schwarz-Weiß konvertiert, noch den Kontrast und so ein bisschen verstärkt und das wirkt wirklich sehr, sehr cool, sehr verträumt, sehr sinnlich, ohne dass man zu viel zeigt. Und ja, also ich würde das echt mal ausprobieren an deiner Stelle. Das ist echt was ganz, ganz Cooles, was man ruckzuck zu Hause ausprobieren kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei dieser Fotoidee. Bei diesem Selbstporträt-Shooting habe ich mich in eine Künstlerin verwandelt und auch hier habe ich von vorne mit einer Styroporplatte aufgehellt. Was bei diesem Fotoshooting noch sehr, sehr wichtig war, waren all diese farblich passenden Accessoires bzw. Dekoartikel, wie eben dieser Pinsel, die Kirschen, die Tasse, die Kamera, der Schlüssel und so weiter. Und hinten siehst du auch zwei Spiegel, die habe ich natürlich auch extra platziert, damit das Ganze so ein bisschen so ein Atelier-Feeling bekommt sozusagen. Und du siehst auch hinten zum Beispiel so einen Globus, hier natürlich auch mit dem Pinsel, mit dem roten. Und bei diesem Fotoshooting habe ich, wie gesagt, auch nur mit natürlichem Licht gearbeitet. Ich habe darauf geachtet, dass natürlich das Outfit fantastisch zur Location gepasst hat und natürlich auch so farblich abgestimmt ist alles. Und ja, das ist auch eben eine ganz, ganz coole Idee. Bei dem letzten Fotoshooting habe ich mit Farbfolien gearbeitet. Du siehst hier auch den Setaufbau. Ich habe einfach solche LED-Lampen genommen, die Farbfolien mit Wäscheklammern wohlbemerkt daran fixiert und natürlich auch hier darauf geachtet, dass mein Outfit fantastisch zur Location gepasst hat. Im Hintergrund habe ich dann auch noch solche Lichterketten drapiert. Und natürlich habe ich auch so darauf geachtet, dass mein Haarstyling und so weiter alles gut gepasst hat, dass wir hier auch einen gewissen Kontrast haben, sozusagen, dass ich mich auch gut abhebe vom Bildhintergrund und dass es ruhig so ein bisschen chaotisch wirkt, minimal, aber in sich dann halt eben doch stimmig ist, wegen den zwei unterschiedlichen Lichtfarben. Ich habe hier mit dem Warm-Kalt-Kontrast gearbeitet. Das bedeutet, wir haben hier auf der einen Seite eine warme Farbe, das Orange, und auf der anderen Seite ein kühles Blau. Und alleine dadurch entsteht eben ganz, ganz viel Spannung im Foto. Und du siehst auch nochmal, wie ich das Licht eben gestellt habe. Und zwar kam das eben von seitlich. Dadurch entsteht so ein schöner Schatten, der natürlich dann auch gewisse Körperbereiche sozusagen betont und natürlich auch so das Ganze noch so ein bisschen sinnlicher macht, weil man eben noch nicht alles sehen kann sozusagen. Und das ist immer auch eine ganz gute Möglichkeit, wenn es um sinnliche Fotos geht, tatsächlich mit dem Licht zu spielen. Ne? Also man muss nicht alles ganz platt ausleuchten. Es darf ja ruhig ein bisschen Sinn bzw. eine Prise Erotik da sein, indem man eben nicht alles zeigt. Also einfach, wenn du das Licht so setzt, dass gewisse Bildbereiche eben
im Schatten bleiben. Mich würde es natürlich jetzt interessieren, welches dieser sinnlichen Selbstporträts dir am besten gefallen hat, beziehungsweise welches Shooting. Lass es mich gerne unten im Kommentarfeld wissen. Ich freue mich auf dein Feedback und danke, dass du wieder bis zum Schluss dabei warst.